Bock zu rennen und das hier ist Seilmann mit zwei Knöpfen im Gesicht. Ja, unglaublich. Und wir können tatsächlich hier durch eine Welt wieder rennen, wo wir natürlich wieder aufpassen müssen, dass wir keine Wolle verlieren. Denn dieser Raupenmann, nee, nicht Raupenmann, sondern der Seilmann, der ist tatsächlich aus einem Seil gemacht. Das heißt also, er kann sich aufmachen und irgendwie auch zu einem Knäuel wieder zurückformen. Das ist irgendwie komisch und dementsprechend werden wir ihm dabei unterstützen, so groß wie möglich zu werden, indem wir ein Level nach dem nächsten spielen können. Nachdem wir ein Level gewonnen haben, können wir tatsächlich hier auf Level 1 drücken, um uns tatsächlich wieder ein bisschen schneller zu machen, okay? Das heißt, wir sind jetzt Level 2 im Laufen und können uns jetzt ein bisschen mehr von dieser wunderbaren Wolle da holen und diese Wolle dann dementsprechend nehmen. Oh Gott, wir sind einfach gerade ein Motorrad geworden. What? Okay, da habe ich gerade sehr viel Wolle gesammelt. So viel, dass wir tatsächlich zu einem Motorrad geworden sind. Und wir haben auf einmal einfach das ganze Ding gewonnen und haben hier eine Schatztruhe geöffnet und dieses Motorrad geschenkt bekommen. Das Motorrad ist tatsächlich ebenfalls aus Wolle gemacht und wir haben hier ein fancy Hat gefunden, also einen wunderschönen Hut, aber den brauchen wir erstmal nicht. Wir können uns erstmal mit unserem Motorrad glücklich schätzen. Wir haben hier übrigens seitlich noch ein paar Knöpfe, da können wir übrigens auch Punkte sammeln, um uns dann tatsächlich andere Farben von Wolle zu holen. Dann sind wir kein lilaner mehr, sondern eigentlich blauer oder ein roter oder ein goldener und es gibt auch Rares, die man tatsächlich anlocken kann, wenn man spielt und es gibt Epics, die man tatsächlich nur anlocken kann, wenn man 3000 von diesen Dingern hat. Und es gibt Hüte, die sehen auch cool aus. Die gibt es schon ab 700. Okay, dann lass uns doch mal vielleicht versuchen, einen Hut zu holen. Aber es gibt auch eine Firma, so wie es aussieht. Was ist das denn? Hier können wir tatsächlich so Hammer investieren. Oh, und dann drücken wir da drauf und können uns wie so eine Art... Boah, wir können uns wie so ein Grundstück holen. Okay, vielleicht wenn wir wieder zurückkommen zu dieser Firma, hat die vielleicht gearbeitet und bringt uns Geld. Mal gucken. So, wir gehen mal rein. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen Wolle und bauen uns nochmal ein Motorrad. Haben uns jetzt wieder einen Schlüssel geschnappt und haben jetzt insgesamt, oben rechts haben wir es gerade gesehen, zwei Schlüssel. Ui! Ah, da war gerade die Schnur nicht lang genug. Wir hätten fast alle Münzen abgesahnt. Aber wir müssen die Level ganz schaffen, weil wenn wir die nämlich ganz schaffen, bekommen wir tatsächlich diese Hammer. Und mit diesen Hammern können wir da ein bisschen natürlich was anstellen. Oh, wow, okay. Alles klar, wir sind auf einmal ein Regenbogen-Seilmann, der tatsächlich überall durchlaufen kann, weil ihm alles egal ist. Es ist wie eine Art Regenbogenstern, den man da aktiviert. Und wir gehen hier gerade in einem super Tempo weiter und bekommen 88 von diesen Steinen wieder hinzu. Ich weiß ja gar nicht mal so richtig, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe, dass ich jetzt nicht an die Kiste rangekommen bin, aber manchmal ist es in diesen Spielen so, dass man gar nicht die Kiste erreichen kann. So, jetzt kommt ein Bonus-Level. Okay, wir investieren wieder ein bisschen unser Geld in unsere Features, die wir da haben und starten direkt in einem Motorrad. Das ist natürlich sehr cool, weil dadurch sind wir natürlich viel schneller und wir versuchen hier mal alle diese Edelsteine einzusammeln. Uiuiui. Okay, alles locker und die wunderbare Truhe geöffnet. So, da waren jetzt wieder 5 Hammer, glaube ich, drin. Und wir steigen natürlich auch auf im Ranking, warum auch immer. Aber wir investieren jetzt erstmal weiter unsere Hammer. Mal gucken, ob das vielleicht wirklich was bringt. Rope Factory unlocked. Oh, okay. Jetzt haben wir tatsächlich die Rope Factory irgendwie freigeschaltet. Vielleicht habe ich das sogar zu früh gemacht vorhin. Ich gucke mal, ob ich vielleicht jetzt sogar eine zweite wieder aufmachen kann. Tatsächlich, guck mal, jetzt können wir 5 Stück da... Nein, mir fehlt einer. Oh nö. Okay, egal. Wir werden hier nochmal ein bisschen einen Zahn zulegen und gucken mal, was das Level jetzt... Oh, was? Oha, oh, okay, nicht schlecht. Wir seilen hier einfach gerade drüber wie Spider-Man und können hier... Oh nein, wir haben ein Bein verloren. Hilfe! Nein! Okay, zum Glück haben wir einen Hut. Wir haben einen Hut gefunden, der das Ganze gerade ein bisschen ausgeglichen hat. Da tut natürlich der Beinverlust weniger weh. Das ist eine gute Sache. Oh nein, einfach das Bein verloren. Wie kann sowas nur passieren? Wir gucken mal, dass wir jetzt ein bisschen mehr Kohle beiseite legen, ne? Damit wir uns da ein schönes Hütchen kaufen können. Ganz entspannt gehen wir hier durch. Oh, jetzt habe ich Zeitlupe aktiviert. Ja, richtig cool. Oh nein, aua, aua, ich habe meinen Arm verloren. Hilfe, oh nein. Die Zeitlupe hat mich tatsächlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht und habe ich gerade einfach meinen Arm verloren. Oh nein. Jetzt sind wir nur bei 74 von diesen Sternis geblieben. Ich hätte eigentlich gerne das ganze Ding geschafft. Aber als Belohnung bekommen wir jetzt tatsächlich eine Kiste oder 3 Kisten, die wir aufmachen können. Oben ist der Best Reward. Okay, das bedeutet, wir haben da oben einen Wollknäuel, der dreifarbig ist. Okay, den müssen wir kriegen. Okay, ich mache mal unten links. Oh, Junge.
Oh, sorry, der Ausraster tut mir wirklich leid. Ich habe mich ein bisschen mehr gefreut, als ich eigentlich sei. Aber das ist schon sehr cool. Normalerweise gewinnt man da nie, okay? Normalerweise gewinnt man da. Ich habe ihn einfach gefunden, Mann. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, Junge, wir sehen richtig nice aus. Okay, sehr, sehr cool. Wir sparen jetzt natürlich noch ein bisschen Geld, Leute. Ihr wisst Bescheid, wenn wir jetzt gut spielen, dann können wir uns vielleicht nochmal einen kleinen Hut holen. Oh mein Gott, mein Fuß! Oh, okay, oh, jetzt fliegen wir hier gerade runter. Und jetzt haben wir tatsächlich wieder ein Motorrad am Start. Alles Klärchen, wir sammeln. Ui, 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 ui. Okay, ich glaube, wir sind auf jeden Fall gerade ein riesengroßer Wolleknäuel und wir kommen zum Ende. Jawohl, okay, schöne Sache. Damit haben wir tatsächlich jetzt die Hammer wieder freigeschaltet und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Wir können jetzt wieder in diesem Industriegebiet oder wo auch immer das ist, können wir tatsächlich wieder das Ding da oben freischalten. Boah, was ist denn das? Das ist einfach so richtig viel Rohmaterial, was wir da haben. So, lass mal hier seitlich noch ein Ding freischalten. Ah, da fehlt uns wieder ein Hammer. Okay, so, wir gehen mal weiter. Wir müssen jetzt dieses Level noch erfolgreich freischalten. Na, oh nein, jetzt haben wir unsere Beine verloren. Okay, da müssen wir jetzt hier die Wollknäule sammeln. Währenddessen wir fliegen. Das ging gut. Jetzt hier, oh, schön in diesem Regenbogenmodus. Laufen wir jetzt hier nochmal durch und holen uns nochmal alles, was wir brauchen. Ui, okay. Leute, ich habe das ganze Level perfekt durchgespielt. Wir kommen bis zum Ende durch Safe Call. Da haben wir uns wieder ein paar Hammer eingesteckt. Das sage ich euch. So, damit können wir schön in der Rankingliste wieder aufsteigen und können jetzt auch 888 dieser Wunder... Oh, oh mein... Nein. Wir haben jetzt tatsächlich einen komparativen Gegner. Okay, das heißt also, wir müssen uns jetzt also ein bisschen bemühen, gegen jemand anderen zu spielen. Aber, was ich jetzt erstmal mache, bevor ich hier gegen jemanden antrete, ich werde mir was gönnen, und zwar einen Hut. Okay? Und zwar so einen lässigen Mexikaner-Hut. Wir können jetzt tatsächlich sogar ein bisschen Geld wieder ins Laufen investieren und müssen jetzt natürlich gucken, dass wir... Wabba! Okay, ui. Ein bisschen... Oh, größer sind... Wir fahren Skateboard auf einmal. Wir sind riesengroß und wir haben alles, oh, was man sich nur vorstellen kann. Und wir sind riesengroß und haben einfach gerade das Rennen gewonnen. Okay, da ist jetzt gerade sehr viel auf einmal passiert. Aber was ich euch sagen kann, ich habe gerade gegen diesen Typen absolut gewonnen, okay? Das heißt, der Typ hatte gerade gar keine Chance. Und wir bekommen tatsächlich 300 von diesen Sterndingern oder Diamantdingern, mit denen man Sachen kaufen kann. Das ist schon sehr, sehr gut. So, wir können natürlich jetzt noch ein bisschen mehr in Speed investieren und gucken mal. Hier haben wir wieder einen wunderbaren Magneten, der uns dabei hilft, alles auf einmal einzusammeln. Das ist eine schöne Sache. Oh! Nein, ich habe ein Bein verloren! Jetzt habe ich aber wieder ein Motorrad. Oh, was? Nein! Ich habe... seit wann habe ich einen anderen Hut an? Habt ihr das gerade gesehen? Da gab es gerade eine Bogenmaschine, die uns abgeschossen hat. Hier nochmal ein kleiner Replay, damit ihr das sehen könnt. Das ist unglaublich. Das hat mich also tatsächlich jetzt nochmal abgeschossen. Es gibt also jetzt auch wie so eine Art Bogenschuss, der dazwischen kommt. Okay, da muss man auf jeden Fall auch nochmal aufpassen. Deswegen, Leute, immer auf der Hut bleiben. Wir gehen weiter und gucken mal, was wir jetzt noch bekommen können. Das Spiel ist wirklich sehr cool gemacht, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall einer der besseren Runner. Hier gibt es sogar noch ein Schild. Ui, okay. Mit dem Schild können wir auf jeden Fall sehr viele Sachen blocken. Eigentlich können wir sogar alles blocken, wie wir es wollen. Und mal gucken, wie lange... Okay, das Schild ist tatsächlich von zeitlicher Begrenzung. Das bedeutet also, dass wir das nicht unbedingt für immer haben können. Aber ich denke, dass wir tatsächlich ganz knapp vor der Truhe stehen bleiben. Naja, wir rennen durch und gucken, was abgeht. Wir können hier auf eine andere Etappe hochgehen. Wir nehmen zack, 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 zack. Ah, alle bis auf einen haben wir mitgenommen. Jetzt habe ich auf einmal einen Früchteteller auf dem Kopf. Huh! Und da bin ich gerade komplett runtergerutscht. Können hier nochmal ein bisschen Wolle mit einstecken. So, da sind jetzt noch ein paar Kreissägen. Da laufen wir einfach in der Mitte durch, ganz entspannt. Nehmen uns hier die Sachen mit. Und eigentlich habe ich das Level perfekt durchgespielt, aber ich glaube, wir erreichen nicht die Schatztruhe. Ja, ging nicht, okay? Das finde ich immer ein bisschen schade. Wenn man perfekt spielt, bekommt man nicht unbedingt trotzdem immer die Schatztruhe. Aber was will man denn dagegen machen? Oder? Habe ich da gerade etwas verpasst? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt wieder 243 von diesen Steinen habe. Und ich kann jetzt mal wieder ein bisschen upgraden. So, auf 15 ist tatsächlich unsere Schnelligkeitsstufe. Und wir können jetzt wieder hier den Spider-Man machen. Eine Sache, die mir aber ein bisschen komisch auffällt, ist, dass das, glaube ich, mit dem Up... Nein, ich habe meinen Arm verloren! Das mit dem Update, ne, ergibt irgendwie gar keinen Sinn, weil wir werden irgendwie nicht schneller. Ist euch das eigentlich auch aufgefallen? So, ich habe nicht das Gefühl, dass wir schneller geworden sind, oder? Und ich habe das Gefühl, wir schaffen diese Runde hier auch nicht ganz. Nur zur Hälfte. Aber wir hätten schaffen können, hätte ich es perfekt gespielt. Okay, Leute, ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Spiel gefallen hat. Schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, dann könnt ihr es selber spielen. Schaut im Shop vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Daumen nach oben. Ciao!